Heute machen wir den Abschluss in dieser Serie I Am und schauen das letzte Ich Bin-Wort an, im Johannesevangelium. Und zwar ist das Thema: Ich bin der Weinstock. Die Aussage, die Jesus da macht, können wir lesen im Johannes 15, Vers 1 bis etwa 7, 8. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein. Ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündigt habe. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht bringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Und noch Vers 7 und 8. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Eure Bitte wird erfüllt werden. Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Soweit also der Abschnitt aus Johannes 15. Sicher stellt sich dir die eine oder andere Frage. Wir sind ja nicht alles wie Bauern. Ich übrigens auch nicht. Und überhaupt gibt es ja so Fragen. Es gibt gute Fragen. Wir sind ein paar zur Hand gekommen beim Vorbereiten. Eine ist zum Beispiel, wenn Schwimmen schlank macht, was machen Blauwale falsch? Ja, ist eine gute Frage. Kann man sich auch mal überlegen. Habe ich noch eine andere gefunden. Wenn Maisöl aus Mais gemacht wird, wie sieht es mit Babyöl aus? Okay, ist ein bisschen makaber, ich gebe es zu. Das ist auch noch eine gute Frage. Warum muss man für den Besuch beim Hellseher einen Termin haben? Hast du das auch schon mal gefragt? Gut, hoffentlich gehst du nicht zum Hellseher. Also erübrigt sich die Frage. Es gibt gute Fragen und eine Frage ist, was ist überhaupt ein Weinstock? Was hat das mit uns zu tun? Oder, ja, wie sieht überhaupt ein Weinstock aus? Und dazu haben wir einen Experten herbeigezogen, den Erik. Er nimmt uns mit in Rebberg und erklärt uns mal kurz, was das ist und wie man den muss pflegen und kultivieren. Ja, wir befinden uns hier in einem Rebberg, in der Nähe von Steinmauer. Und Jesus hat ja viel von Reben erzählt und von Rebstücken. Und wir stehen jetzt gerade vor so einem Rebstück. Das ist ein Rebstück, die ganze Pflanze hier. Die ist jetzt schon ein paar Jahre alt. Die hat sicher schon ein paar Frösche, ein paar kälte Winter, heisse Sommer überstanden. Und wie man hier sieht, die ist tiptop zweg. Die ist da richtig schon am Austreiben. Ein Rebstock sieht so aus, der ist veredelt worden. Da unten sieht man so ein bisschen den Knollen. Und da unten hat es eine Sorte drauf, die ganz stark ist, resistent gegen viele Krankheiten, wo leider da die Reben schnell befallen werden. Und die können wirklich bis etwa 20 Meter runtergehen, die Wurzeln von dieser Reben, weil die gehen wirklich zu unterstunden das Wasser holen. Und darum mögen die Reben eigentlich eine recht Trockenheit verleiden, wenn sie mal so ein Alter haben. Und darum hat man eine Unterlage, die stark ist, die tief runtergeht, die an der Pflanze richtig Kraft gibt. Da oben ist die Edelsorte. Da pfropft man die Sorte drauf, die man will, wo man nachher den Wein daraus machen will. Und wie man hier schon sieht, hat es hier schon einzelne Triebe, wo da schon ein bisschen Knöpfe dran sind, wo dann Trauben daraus wachsen. Und bei einer Rebe funktioniert es so, die muss man richtig stark zurückschneiden. Da muss man richtig jedes Jahr recht viel rausnehmen. Und dann hat sie im Frühling wieder recht Power, wie man hier sieht, dass sie wieder neue Triebe bilden kann für neue Reben. Das ist extrem wichtig. Das heisst, wenn man jetzt einen Rebstock nicht schneidet, der würde richtig wuchern, der würde 4-5 Meter wachsen jedes Jahr und würde ganz kleine Trauben machen, die nicht richtig ausreifen können und nicht mal einen guten Geschmack haben. Darum schneidet man es ganz stark zurück, tut die da so ein Gestell machen, wo man halt einfach gut arbeiten kann. Und dann wächst es in einer kurzen Zeit bis da rauf. Und dann ist mega entscheidend, dass man die zum richtigen Zeitpunkt hier oben abschneidet, dass sich die Früchte optimal entwickeln können, dass sie bis zum Herbst, wenn man sie dann erntet, ganz viel Zucker drin haben,
gute Beeren bilden können, die man nachher kann super Wein daraus machen kann. Und das ist mega so, ist entscheidend, wenn man eine Rebe richtig stark zurückschneidet, dass sie nachher wirklich durch das Jahr durch muss richtig gepflegt werden, mit mehrmals oben Köpfen, mit unten Blätter wegnehmen, dass richtig Trauben viel Sonne bekommen. Da steckt ganz viel Arbeit drin. Und am Schluss sowieso im Wein auch. Ja, da habe ich jetzt so ein paar Sachen erzählt zu einem Rebstock. Und wenn ihr noch mehr Fragen dazu habt, dann könnt ihr auf mich zukommen. Danke vielmals, Erik, für das Mitnehmen in Rebberg. Es ist sehr interessant, was du uns hier erklärt hast. Lehrreich. Und es vermittelt uns ein besseres Bild von dem Text, den wir heute zusammen anschauen. Wenn Jesus sagt, ich bin der Weinstock. Und wir springen so drei Punkte aus dem Bibeltext entgegen. Das eine ist das Zurückschneiden. Jesus redet ganz viel von dem beschnitten werden, also von dem Rebstock, der beschnitten wird. Dann redet er von der Verbundenheit zwischen dem Reben und dem Weinstock, also der Beziehung zwischen Gott und dem Mensch. Das ist so der zweite Punkt. Und das dritte ist die Rebe selber, die Frucht, die entstehen soll. Das ist ja das Ziel, das ist die Absicht Gottes mit unserem Leben. Also das sind so die drei Punkte. Und wir fangen mal hinten an. Wir nehmen gerade die Frucht und fangen gerade dort an. Mein Leben soll Frucht bringen. Das ist die Absicht von Gott für mein und dein Leben. Er möchte, dass wir ein Weinstock sind, der die beste Rebe, die beste Frucht hervorbringt. Er ist der Weinbauer und ein Weinbauer, der schafft mit dem Ziel, ich will super Trauben, damit ich den besten Wein daraus gewinnen kann. Und weil ja Gott auch ein Bauer ist, ein Weinbauer verfolgt, der mit unserem Leben genau die gleiche Absicht. Du sollst der bestmögliche Wein werden. Erik, oder? Er soll ein sensationeller Cabernet Sauvignon oder so ein Merlot werden. Ich habe einen Wein gefunden, Chateau Petrus Pomerol für 4'300 Franken. Wow! Also, wenn du den trinkst, habe ich ausgerechnet, trinkst pro Schluck 120 Franken. Also den musst du dann wirklich mit Verstand geniessen. Ich selber bin ja noch nicht so auf den Geschmack vom Wein gekommen. Ist ein bisschen Jammer vielleicht. Also so einen Chateau Petrus Pomerol, vielleicht würde man den munden, wer weiß. Mein Vater hat ja einen kleinen Weinkeller. Er ist so ein bisschen fachkundig und hat sehr gerne Wein. Aber wir Söhne sind noch nicht so auf den Geschmack gekommen. Anyway, die Frucht ist das Ziel. Dorthin will Gott uns bringen, dass wir im Leben viel gute Frucht haben. Was sind so Früchte? Lesen wir im Galater 5, 22. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Das sind so einzelne Beeren an dieser Traube von unserem Leben. Und das soll vorkommen. Jesus, er verschärft es noch ein bisschen. Er sagt, ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das sagt Jesus am Schluss der Bergpredigt. So als Zusammenfassung von all dem, was er jetzt gelehrt hat, sagt er, schau, euer Leben, eure Frucht, die soll vollkommen sein. Nicht nur gut, sondern vollkommen. Das ist noch mal etwas viel Besseres. Gott möchte, dass unser Leben kein Kompromiss ist. Ein halber Christ, ein ganzer Mist. Der Spruch, der stimmt. Und wenn Jesus sagt, ich will, dass ihr vollkommen seid, dann meint er es ganz genau so, wie er es sagt. Wir brauchen als Menschen eine komplette Behandlung, eine ganze Umkehr und eine ganze Neuwerdung in Jesus. Der C.S. Lewis macht einen schönen Vergleich. Er sagt, es mag für ein Ei schwer sein, sich in einen Vogel zu verwandeln. Aber es ist noch viel schwerer, Flüge zu lernen und trotzdem ein Ei zu bleiben. Wir sind wie Eier. Aber das kann nicht immer so bleiben. Entweder schlüpfen wir oder wir werden faul. Also wir werden schlecht. Ich glaube, er hat voll recht. Die Veränderung, die mag einen Preis haben, die mag für uns komisch sich anfühlen, unvorstellbar sein. Aber wir müssen uns entscheiden, zu schlüpfen, auszubrechen aus dem alten Leben, hier ins Neue. Hin zu dem Ziel, das Gott für uns hat, vollkommen zu sein.
Als ich und Noemi frisch verheiratet waren und zusammengezogen sind, da habe ich mich immer amüsiert, dass Noemi jeden Samstag anfangen putzen. Und ich hatte dann meistens den Job, zu staubsaugen. Und ich habe mich ein bisschen genervt, aber natürlich nur spasseshalber, dass es so viel zu putzen gibt bei zwei Leuten. Ich habe ja jahrelang in einer Männerwege gewohnt und ich meine so, ja, ich weiß nicht, einmal im Monat staubsaugen, das hat eigentlich gut gelangt. Noemi wollte, dass ich jeden Samstag staubsauge. Und nicht nur das. Dann ist sie am vorher noch mit dem Staubwedel durchgegangen. Ich habe nicht mal gewusst, dass es so etwas gibt. und dann haben wir auch noch müssen den Boden aufnehmen, WCs geschrubbt, entkalken, Beta-Zeug gewaschen, den Balkon gewischt, die Fenster putzt, den Abfall entsorgt. Oh, wow, das war endlos gewesen. Ja, immer noch. Also vieles macht sie jetzt von all dem und hat auch von all dem gemacht. Aber ich habe immer auch mitgeholfen. Und manchmal hat sie sogar gesagt, ich soll noch den Grill putzen. Und das ist natürlich, dann ist es schwierig geworden, weil der Grill im ganzen Haushalt ist ja der Grill ist eigentlich für den Mann reserviert. Also jetzt, ja, es ist einfach ein bisschen so. Und der Mann pflegt den Grill, oder? Ist wichtig. Jetzt, wenn man Gott den kleinen Finger gibt, dann will er die ganze Hand. Das ist ja so. Lange es nicht, uns Menschen bloß ein bisschen abzustauben. Sondern er will eine ganze Veränderung. Das Hingeben, sich Gott ausliefern, das ist freiwillig. Dazu zwingt er uns nicht. Aber weh, wenn es du machst, dann lade dir keine Ruhe, bis du vollkommen bist. Das ist das Ziel von Jesus, von Gott, dem Vater, mit deinem Leben. Er möchte nicht, dass du wie eine Rakete zum Mond startest mit 0,5% Abweichung, weil dann wirst du den Mond um 1000 Kilometer verpassen. Er will nicht, dass du ein Leben als Christ führst mit einem ganz kleinen Kompromiss von 0,5%, weil dann verpassest du das Ziel, vollkommen zu sein, um 1000 Kilometer. Gott will dir den Himmel als Erbe geben und dafür braucht er vollkommene Menschen. Dafür wünscht er sich Menschen, wie er selber ist. Als Vater von zwei Buben, da freue ich mich über jeden Schritt von der Entwicklung. Und besonders, wenn sie lernen, anfangen zu laufen, das ist so interessant. Und zuerst kriechen sie gut, der Louis, der Ältere, der ist gar nicht gekrochen. Der hatte so eine, wir haben immer gesagt, so eine Affentechnik gehabt. Er hat sich so mehr auf dem Füdli fortbewegt. Aber Ich freue mich natürlich daran, wenn sie anfangen zu laufen. Und gleichzeitig gebe ich mich ja nicht zufrieden, bevor sie nicht absolut einen festen, männlichen, aufrechten Gang haben. Oder? Bevor sie raussäppeln, Fußball spielen und so weiter. Und es gibt ein spannendes Zitat von George MacDonald, der hat gesagt, ebenso sei auch Gott leicht zu erfreuen, aber schwer zufriedenzustellen. Gott erfreut sich über jeden kleinen Schritt, den wir Menschen mit ihm machen. Aber glaubt mir eins, wir sind noch nicht am Schluss. Sondern er will uns zu vollkommenen Menschen machen. Die Frage ist nicht, hey Sam, was will ich sein? Sondern hey Gott, was willst du, dass ich bin? Wie siehst du mich? Du bist der Erschaffer. Du bist der Erfinder. Ich bin die Maschine. Du bist der Maler. Ich bin das Bild. C.S. Lewis sagt es so. Wenn wir vor Gottes Plan mit uns zurückweichen, ist das keine Demut. Es ist Faulheit und Feigheit. Uns ihm zu beugen, ist kein Dünkel oder Grössenwahn. Es ist Gehorsam. Sich Gott ganz auszuliefern, das ist Gehorsam. Und das erwartet Jesus von uns. Der Rebstock, der ist ja auch am Weinbauer ausgeliefert. Der Weinbauer, der hat vollständige Kontrolle darüber. Und genauso wie Jesus selber sich am Weinbauer hingegeben hat, oder? Jesus hat gesagt, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Vater, dein Wille über meinem Leben soll geschehen. So sollen wir uns eben auch Gottes Wille beugen. Und ich fand es spannend, wie Erik erklärt hat, dass
die Triebe von dieser Rebe ja so geführt sind, an diesen Drähten, und dann wachsen sie auf, damit sie optimal Sonne haben und der Wind kann durchgehen und der Bauer kann gut daran arbeiten. Oder? So sollen wir uns von Gott auch führen lassen und zurechtbeugen lassen. Gott will, dass wir vollkommene Menschen sind. Er will den besten Wein aus uns herausholen. Er will, dass wir maximale Frucht bringen. Das ist sein Ziel mit deinem Leben. Noch ein letztes Bild, um diesen Punkt abschliessen. Stell dir vor, du bist ein lebendiges Haus. Und jetzt kommt Gott und will da etwas Neues erbauen. Und am Anfang, da checken wir vielleicht, was er macht. Wir merken, ja, wir sind renovationsbedürftig, das eine oder andere müsste man ein bisschen in Schwung bringen. Und dann fängt Gott an hämmern und sagen und bohren und verlegen und Wände reissen. Und er fängt an, das Dach abdecken und einen neuen Stock draufsetzen. Und einen Seitenanbau gibt es noch mit einem Turm. Und dann gibt es noch einen mega Innenhof und einen fantastischen Garten rundherum. Und du denkst, meine Güte, was ist denn das? Ich habe gemeint, es gäbe ein kleines Netzhäuschen mit einem Gärtchen und jetzt baut sich Gott einen Palast. Und er will sogar selber drin leben. Genau das will er. Genau das will er. Nicht nur eine kleine Renovation, sondern er will dich zu einem Palast ausbauen, wo er selber mit seiner Herrlichkeit drin wohnt. Und das führt uns zum zweiten Punkt. Es geht nämlich um Beziehung. Es geht darum, dass mein Leben soll in dieser Verbindung sein zu Jesus. Mir ist da die Offenbarung in den Sinn gekommen, die Gemeinde, wo Gott sagt, hey, ihr habt die erste Liebe zu mir verloren. Ich sehe, ihr macht so vieles gut und richtig, aber euch fehlt die erste Liebe, das Brennen, das Feuer für mich. Ihr habt das verloren. Oder die Worte, die Jesus zum Petrus sagt, ganz am Schluss. Petrus, was hast du alles für mich gemacht? Nein, das ist nicht das, was er sagt, sondern er fragt den Petrus, liebst du mich? Und dann fragt er ihn nochmal, liebst du mich? Und dann fragt er ihn nochmal und er fragt nie zwischen dir, was hast du gestern Gutes für mich da? Sondern er fragt einfach zum dritten Mal, Simon Petrus, liebst du mich von ganzem Herzen? Es geht Gott um die Beziehung zu uns Menschen. Es geht Jesus um nichts anderes, als dass wir in dieser engsten Verbindung zu ihm sind, in dieser ersten Liebe zu ihm. Die Frage ist nicht, was mache ich für ihn, sondern liebe ich ihn wirklich? Hat Jesus Vorrang vor allem anderen? Verbringen wir mit ihm wirklich mehr Zeit als mit unseren Lieblingsserien. Und. Die Frage könnten wir immer weiter spinnen. Es ist ja so, dass die Rebe nicht irgendwo rumschwebt und denkt, ah cool, da ist ein Rebstock, ich hänge mich jetzt dort dran her, damit ich Wasser und Nährstoffe bekomme. Sondern es ist ja umgekehrt. Zuerst ist der Weinstock und will er Wasser und Nährstoff in seine Triebe und in seine Knospen Reben einpumpen, entsteht die Traube. Das ist der Weg. Zuerst ist der Weinstock und aus dieser Verbindung heraus entsteht eine Traube. Und mir hat es gefallen, wo der Erik gesagt hat, der Rebstock, der kann Wurzeln machen bis 20 Meter runter, um ans Wasser zu kommen. Und Jesus hat einmal gesagt, wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Wer also mit Jesus verbunden ist, der ist an der Quelle. 20 Meter runter gehen die Wurzeln von dem Rebstock. Und der findet auch im trockensten Sommer noch genug Wasser. Und für mich heisst das nichts anderes als, ist es noch so trocken, befinde ich mich noch so in einer Wüstenzeit. Wenn ich in dieser Verbindung mit Jesus bleibe, habe ich genug Wasser und es fließt sogar noch aus mir raus. Das ist krass. Es fließt sogar noch aus mir raus. Und wir haben auch gesehen, dass der Rebstock eine Veredelungsstelle hat. Der ist aufgepfropft auf eine andere Wurzel. Und die Wurzel ist resistent gegen Krankheiten und die ist stark
und beständig. Und es ist auch so ein schönes Bild für uns Menschen, dass wir aufgepfropft sind auf Jesus, auf Gott. Er ist das feste Fundament, er ist das robuste Fundament, das Wurzelwerk, wo mag pumpen. Und wir sind einfach auf ihn aufgesetzt. Das ist auch so etwas Schönes, zu wissen, dass wir einen edlen Tropfen Wein, oder? Wird er aus uns machen. Und im Moment sind die einen oder anderen ein bisschen isolierter. Du kannst nicht so sehr vom Glauben oder von der Gemeinschaft von anderen Christen zehren. Und jetzt ist es besonders wichtig, dass wir in dieser engen Verbindung mit Jesus sind. Und vielleicht, du gehst so ein bisschen eine Glaubenskrise, weil du merkst, hey, irgendwie, es lebt nicht, es brennt nicht in mir. Die erste Liebe, die ist ja gar nicht da. Und die Krise kann zu einer Chance werden, dass du sagst, ich will zurück in die Verbindung mit Jesus. Ich will die erste Liebe wieder. Ich will die Nähe zu Gott suchen. Ich will mein Herz prüfen, wo stehe ich wirklich? Lebe ich von anderen Christen in ihrem Glauben oder habe ich selber Glauben an Jesus? Und jetzt kommen wir zum dritten Punkt, beziehungsweise zum ersten. Mein Leben soll zurechtgeschnitten werden. Jetzt habe ich immer «soll» drin. Soll. Aber man könnte auch sagen, mein Leben darf zurechtgeschnitten werden. Wenn ich mich dem Gott ausliefere, dann gebe ich ihm die Erlaubnis, dass er mich beschneiden tut. Finde ich auch interessant, dass das alte Bundeszeichen zwischen dem Volk Gottes und Gott ist ja Beschneidung gewesen. Ich habe jetzt da kein Bild mitgebracht, keine Angst. Finde ich interessant, einen interessanten Link zu dem, dass wir als Reben oder dass die Reben beschnitten wird, damit sie viel Frucht kann bringen. Und Gott sei Dank ist Jesus gekommen und geht es nicht mehr um ein äußerliches Beschnittenwerden. Es geht nicht mehr um ein äußerliches Zeichen, sondern es ist jetzt der Heilige Geist, der in uns innen erneuert. Wo unsere Gedanken, unser Herz durchforscht und uns beschneiden tut, inwendig. Im Englischen ist es ein schöner Reim, oder? God's knife brings life. Also Gottes Messer, das Leben hervorbringt, oder Chair, das beschneiden tut und somit neues Leben ermöglicht. Der Erik hat ja erklärt, dass der Weinstock sehr stark zurückgeschnitten wird. Ja, sogar geköpft wird und das mehrmals. Und auch in dem Abschnitt, wo wir gelesen haben, Johannes 15, redet es immer wieder davon, dass der Weinstock beschnitten wird, zum maximale Frucht bringen. Und wenn wir in unserem Leben auch zurückgeschnitten werden, wenn Sachen geschehen, die wir nicht einordnen können, dann dürfen wir vertrauen, Gott will das Beste für uns. Und er tut es, er lässt es zu, damit sich unser Charakter so formt, wie er ihn haben will. Und er tut es und lässt es zu, damit wir viel Frucht hervorbringen. Der Glaube, der ist eine Spannung, das ist ein Spannungsfeld. Nachfolge, das ist eine Spannung. Es ist Licht und Schwer zugleich. Einmal sagt Jesus, wer mein Jünger sein will, der muss sich selber verleugnen und das Kreuz täglich auf sich nehmen. Also es ist schwer, es kostet dich alles. Und im nächsten Moment sagt er, doch das Joch, das ich euch auferlege, das drückt nicht und die Last, die ich euch zu tragen gebe, ist leicht. Beides ist wahr. Nachfolge ist schwer, Nachfolge ist leicht. Es ist beides zugleich. Der Luther hat gesagt, ich muss den alten Mensch täglich ersäufen, aber der Kerl kann schwimmen. Der kann schwimmen. Der kommt immer wieder. Und ich muss ihn immer wieder ersäufen. Und der kommt wieder, muss ihn wieder ersäufen. Also das ist eine Spannung. Neuer Mensch, alter Mensch. Jesus nachfolgen ist schwer und leicht. Und ich möchte abschliessen mit einem Abschnitt aus dem C.S. Lewis Buch. Pardon, ich bin Christ. Oder im englischen Originaltitel heisst es Mere Christianity. Das ist ein fantastisches Buch. Und er beschreibt es so super mit so Worten, die mir gar nicht in den Sinn kommen. Er war einfach ein genialer Schriftsteller gewesen.
Und so lauert die eigentliche Schwierigkeit des christlichen Lebens an einer Stelle, wo die Leute meistens nicht damit rechnen. Sie begegnet uns in dem Moment, in dem sie jeden Morgen aufwachen. All ihre Wünsche und Hoffnungen für den Tag stürzen sich auf sie wie wilde Tiere. Also Achtung, in dem Moment, wo du aufwachst, geht's los. Fängt der Kampf an. Und die erste Aufgabe besteht jeden Morgen einfach darin, sie alle von sich zu schieben und auf jene andere Stimme zu hören, jenen anderen Blickwinkel einzunehmen, jenes andere, größere, stärkere, stillere Leben in sich hineinfließen zu lassen. Und so geht es den ganzen Tag über weiter. Ich lese noch einen Satz. Es geht darum, zurückzutreten von all ihrem natürlichen Aufruhr und Herumgewirbel und hereinzukommen, wo sie vor dem Wind geschützt sind. Das C.S. Lewis sieht sogar seine Leser. Also es geht darum, dass wenn wir am Morgen verwachen und die Wünsche und Hoffnungen vom Tag stürzen auf uns hier, uns einen Moment zu besinnen, in die Stille zu kommen, uns Zeit zu nehmen, uns zu vergegenwärtigen, hey Jesus, du bist da. Und ich will jetzt meine Ohren auftun, auf dein Reden. Es geht darum, am Morgen früh in Verbindung zu treten mit Jesus und sich ausrichten auf ihn und so den Tag in Angriff zu nehmen. Ich schließe mit dem Vers aus Johannes 15, 5. Ich bin der Weinstock. Jesus sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ich werde noch beten. Jesus, danke für das Wort und danke, dass du uns hilfst, das zu verstehen. Auch wenn wir selber keine Weinbauern sind. Danke, dürfen wir es trotzdem auf unser Leben anwenden und dürfen wir davon lernen und dürfen wir etwas mitnehmen aus dem Wort heraus. Und danke, Jesus, dass du die Verbindung möglich gemacht hast durch dein Sterben am Kreuz. Dort hast du gesagt, mein Vater, warum hast du mich verlassen? Dort am Kreuz bist du abgeschnitten worden von dieser Beziehung zum Vater. Trennt. Und hast somit für uns Menschen, für uns sündhaften Menschen ermöglicht, eingepflanzt zu werden. An deiner Stelle. Wie genial ist das? Dass du abgetrennt worden bist, damit wir eingepflanzt werden können. Und wir danken dir einfach für das. Wir danken dir, Jesus, dass du der Weinstock bist und wir an dir hängen. Und wir aus dir heraus Leben empfangen. Alles, was wir brauchen. Ströme von lebendigem Wasser dürfen von dir zu uns und weiter zu den Menschen fliessen. Und das ist auch mein Gebet, dass unser Leben wirklich die Frucht hervorbringt, die du beabsichtigst. Und ich bete für uns alle, dass wir uns dir angeben. Auch wenn es weh tut, auch wenn es schwierig ist. Und da drin eine Verwandlung erfahren und auch merken, das ist leicht, das ist schön, es ist genial, mit Jesus unterwegs zu sein. Dein Wille soll geschehen. Über unserem Leben. Und wir wollen Frucht hervorbringen, die dich ehrt. Und wir wollen dich verherrlichen in dem Leben, das wir haben, auf dieser Welt. Danke vielmals, gehst du mit uns. Jeden Weg und durch alles durch. Und hilfst du jedem, der jetzt herausgefordert ist und auch persönlich angesprochen ist. Und ich bitte, Heiliger Geist, dass du uns aufzeigst, wo gibt es Sachen, die du erneuern willst, wo gibt es Sachen, die wir ablegen müssen, wo gibt es Türen, die wir dir auftun müssen, damit du reinkommen kannst, kannst umbauen und dass wir einfach so ein Palast werden. Ein Tempel für dich. Danke, dass du mit uns unterwegs bist und danke, ja, dürfen wir wissen, du meinst es so gut mit uns.